Stellwerk in Stürum. Zugverkehr bis März eingeschränkt. Der Zugverkehr zwischen Duisburg und Essen wird bis voraussichtlich März 2016 eingeschränkt bleiben. Das hat die Deutsche Bahn gestern mitgeteilt. Bei dem Brand im Stellwerk in Mülheim-Stürum wurde der bisherige Bedienraum vollständig zerstört. Vorhandene Relaistechnik und die gesamten Außenanlagen ließen sich nach teils sehr aufwendigen Reparaturarbeiten weiterhin nutzen. Die Bahn habe sich für die Wiederherstellung der Anlage entschieden. Diese Variante sei am schnellsten realisierbar. Zwischenzeitlich haben bereits die Trocknungs-, Reinigungs- und Aufräumarbeiten in den Räumen des Stellwerks in Mülheim-Stürum begonnen. Der Bedienraum wird komplett entkernt. Außerdem wurde das Gebäude durch ein Gerüst eingehaust, damit mit der Sanierung des Daches begonnen werden kann. Trotz der Beeinträchtigung werde versucht, ein möglichst stabiles Verkehrsangebot bereitzustellen. So kann ab dem Wochenende die Strecke zwischen Duisburg und Essen wieder mit der planmäßigen Geschwindigkeit befahren werden. Die S1 fährt demnach ab dem kommenden Wochenende wieder auf dem gesamten Laufweg von Solingen bis Dortmund Hauptbahnhof im 30-Minuten-Takt. Ab Montag, den 19.10. im 20-Minuten-Takt. Unternehmerverband fordert, Duisburger Kommunalpolitik muss Sparkurs einschlagen. Der Unternehmerverband hat die Kommunalpolitik in Duisburg aufgefordert, entschlossener zu sparen. So sollen die Hinweise der Regierungspräsidentin aus der Haushaltsverfügung vom Stadtrat ernst genommen werden, so der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Wolfgang Schmitz. Alles müsse auf den Prüfstand, auch das Personal. Längst seien die Möglichkeiten einer besseren Kooperation mit den Nachbarstädten bei kommunalen Aufgaben zudem nicht ausgeschöpft. Die Steuererhöhungen der Vergangenheit hätten der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Duisburg schweren Schaden zugefügt. Die Steuersätze seien nicht das einzige Kriterium, nach dem ein Standort beurteilt wird. Doch wenn sie derart hoch sind, bleiben Investitionen aus, ist sich Schmidt sicher. Duisburg hat einen der bundesweit höchsten Gewerbesteuersätze und nach der Kleinstadt Bergneustadt im Bergischen Land den zweithöchsten Hebesatz der Grundsteuer B in NRW. Es müsse somit zur Kenntnis genommen werden, dass Duisburg mit einer aktuellen Arbeitslosigkeit von über 13%, vor allem sozialversicherungspflichtige Jobs brauche. Diese würden nicht kommen, wenn Investoren mit Steuerrekorden vergrault werden, mahnt Schmitz. Es gehe aber nicht nur um neue Investitionen, sondern auch um die bestehenden Industriearbeitsplätze. Wir haben viele Industriearbeitsplätze in der Stadt bereits verloren. Diese Entwicklung dürfen wir durch schlechte Rahmenbedingungen nicht weiter beschleunigen, so Schmitz. Freie Plätze für Probestudium an Universität Duisburg-Essen. Im Rahmen eines Probestudiums können Schüler der Oberstufe an der Universität Duisburg-Essen in ihre Wunschfächer hineinschnuppern. Nachmittags und samstags bietet die Uni die Fächer Chemie, Informatik und Wirtschaftsinformatik am Campus Essen an. Physik, Elektro- und Informationstechnik bzw. Nanoengineering finden in Duisburg statt. Das kostenlose Probestudium beginnt, je nach Fach, noch in diesem Oktober bzw. im November. Unter anderem werden Veranstaltungen zu Konzentrationen und deren Bedeutung aus der Sicht der Umweltchemie, Codierung und Übertragung von Nachrichten oder Software, Klauen, Hacken oder Konstruieren angeboten. Wer regelmäßig teilnimmt, erhält ein Zertifikat. Weitere Informationen gibt es telefonisch beim Akademischen Beratungszentrum unter 0203 379 1957 oder auf der Internetseite des Akademischen Beratungszentrums der Universität Duisburg-Essen. Bauarbeiten in Duisburg-Rheinhausen beendet. DVG-Busse fahren wieder normal. Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an einer Fernwärmeleitung in Duisburg-Rheinhausen im Bereich der Ulmenstraße mussten seit Mitte August mehrere Buslinien der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG von bereits eingerichteten Umleitungen abweichen. Da die betroffenen Bauarbeiten auf der Ulmenstraße nun abgeschlossen sind, können die Busse wieder der Umleitung über die Ulmenstraße folgen. Dies hat zur Folge, dass die Haltestelle Bücken nicht normal angefahren werden kann. Sie wird in Fahrtrichtung Krefeld bzw. Rumeln in die Straße am Buchenbusch verlegt. Weiterhin bedeutet dies, dass die Haltestelle Willy-Brandt-Kolleg in Fahrtrichtung Rumeln-Krefeld für die Linien 923, 923E, 924E, 927 und NE27 wieder zur regulären Haltestelle verlegt wird. Die Haltestellen Herkenweg und Stadtwerke können wieder angefahren werden. 7 bis 8 Grad, Regen und eine dicke Wolkendecke. So ungemütlich zeigte sich heute das Wetter über dem Duisburger Stadtgebiet. Morgen lockert es ein wenig auf. Fast trocken kann man mit 7 bis 10 Grad ins Wochenende starten. Sonntag zeigt sich ein ähnliches Bild. 9 bis 10 Grad, Wolken und ab Nachmittag ein wenig Regen. Erst am Montag kommt dann wieder vereinzelt die Sonne hervor. Die Temperaturen steigen dadurch auf 9 bis 12 Grad.
Autofahrer, aufgepasst, auch am Samstag wird im Stadtgebiet geblitzt. Unter anderem auf dem Philosophenweg in der Altstadt und auf der Großenbaumer Allee in Großenbaum. Und Baustellen verhindern auch am Wochenende die Freifahrt. So ist bis Montagmorgen die Straße am Driesenbusch in Walsum gesperrt. Grund ist ein Brückenabriss in Höhe des Schulzentrums. Die Freigabe der Straße erfolgt vermutlich um 4.30 Uhr am Montagmorgen. Und die Angermunder Straße in Großenbaum erhält vor dem Großenbaumer Bahnhof eine neue Fahrbahndecke. Aus diesem Grund ist der Abschnitt für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungsempfehlungen sind ausgeschildert. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt. Kommen Sie gut ins Wochenende.